Vielen herzlichen Dank. Wenn es noch abschließend und Herr Mehr, Sie können eigentlich wieder zurückkommen und noch eine kleine Podiumsdiskussion machen. Ich bitte auch zu uns Hermann Stern vom No Center, dann Harald Zumpf von der HTL Spengergasse, Walburga Fröhlich von Capito und Frau Eva Eggeling vom Fraunhofer Austria KI for Life. Bitte schön. Ich hoffe, es geht sich ein bisschen aus vom Platz. So, wollen wir noch mal ein bisschen das Gehörte auch reflektieren. Herr Mehr, da fange ich doch gleich bei Ihnen an, weil Sie sagen, emotionale Intelligenz bleibt ein entscheidender Faktor. Jetzt werde ich natürlich als HR-Verantwortlicher wenig Interesse haben, dass ich das auslagere und hoffe, dass halt Menschen mit emotionaler Intelligenz zu mir kommen. Worauf sollte ich da von HR-Seite achten? Kann ich das im Unternehmen fördern, emotionale Intelligenz? Natürlich können Sie emotionale Intelligenz fördern. Das ist wie mit jeder Kompetenz. Ob die über die KI gefördert werden kann, ist wieder die andere Frage. Ja, also da sind wir aber genau an dem Punkt Reflexion, ist ja doch auch ein wesentlicher Teil von emotionaler Intelligenz. Und da können solche Systeme unterstützen, das ist definitiv so. Ich glaube aber nicht, dass in naher Zukunft es nur noch über den Chatbot geht, denn auch emotionale Intelligenz geht ja über die reine Sprache hinaus. Da ist ja Körpersprache, Mimik, Gestik auch ein wesentlicher Teil, um das Gegenüber zu verstehen. Das heißt, auch da werde ich nicht ganz ohne hinkommen. Aber wo lerne ich das oder wo kann ich das lernen? Bis jetzt klingt das so, ja, ich kann es im Unternehmen fördern, aber wenn ich so etwas nicht habe, blöd, woher bekomme ich das? Woher bekommen Sie es jetzt? Ja, oder wenn ich es nicht hätte? Naja gut, es gibt da draußen sehr viele Bildungsinstitutionen, allen voran das Wifi, die Sie da unterstützen können tatsächlich. Da gibt es einen Kurs für emotionale Intelligenz. Da müsste man den Herrn Watzek fragen, aber davon würde ich ausgehen. Okay, warum ich da so nachfrage, ist, da komme ich jetzt auch schon zum Herrn Stern. Es ist super, dass Sie zusammenstehen, weil Herr Stern gemeint hat, dass dieses Reflektieren so wichtig ist. Also ich kann das jetzt nicht nur alles auslagern, das haben auch Sie jetzt gesagt, Herr Mehr. Nur, woher bekomme ich denn jetzt die Fähigkeit zu reflektieren? Also ich sehe jetzt, warum ich das frage, und da bin ich dann schon gespannt auf die HTL Spengergasse, weil die hat großartige junge Damen und Herren. Es gibt aber Kritikerinnen und Kritiker, die sagen, das Schulsystem ist letztlich auf die Fabriksarbeit seinerzeit programmiert. 15 Minuten, dann tütet es und danach geht es weiter. Woher kommt jetzt die Fähigkeit zu reflektieren? Ich würde sagen, das sollte am ersten auch in der Schule schon gelernt werden. Die Schule meiner Tochter hat jetzt ein neues Statement rausgegeben. Also ihre Reaktion auf ChatGPT ist, man darf Resultate von ChatGPT nicht als eigene Arbeit abgeben. Soweit haben sie es quasi begriffen und definiert, aber weiter haben sie es noch nicht irgendwie integriert. Ich glaube, dass man dieses Reflektieren, dieses Nachdenken im Elternhaus, jetzt ehrlich gestanden, lernen muss und auch in der Schule lernen muss oder dann halt später in der Arbeit. Weil man das auch später, es ist wie lebenslanges Lernen, das muss reflektieren und nachdenken, kritisches Denken muss eigentlich immer mitbekommen. Das fürchte ich, gibt es nicht als Kurs bei der Wifi, sondern das sollte irgendwie als Soft Skills mitgegeben werden durch die kritische Diskussion vielleicht mit anderen Kollegen. Herr Watzek hat schon aufgeschrieben, also da gibt es Potenzial. Ja, bitte. Okay, im Elternhaus, es kommt da gleich das Gegenargument, gut, da arbeiten alle beide, das ist auch politisch so gewünscht, 40 Stunden die Woche, schwierig, dann am Wochenende emotionale Intelligenz oder Reflexion und schon sind wir in der Schule. Was macht es denn in der HTL Spengergasse anders oder ist es einfach seitenverkehrt, dass eben die jungen Damen und Herren, die das alles schon können, scheinbar zu euch kommen? Oder macht sie da Dinge anders, von denen zum Beispiel andere Bildungsinstitutionen, Schulen lernen können? Ich muss ganz genau schauen, ob mein Direktor nicht da ist. Aber ich muss jetzt irgendwas sagen, was Sie vielleicht nicht so erwarten. Wenn wir uns jetzt alle hinsetzen und sagen, wir denken uns Schule aus, wird was anderes rauskommen als das, was es momentan ist. Wenn Sie den Schritt weiter gehen wollen, brauchen Sie Mut zur Lücke. Zum Glück ist die Lücke so groß wie ein Fußballfeld. Das heißt, man muss sich schon etwas trauen. Und das eines der wichtigsten Dinge ist, wir waren alle in der Schule, wir haben gelernt, wenn du was falsch machst, das ist schlecht, kriegst du eine schlechte Note. Und wenn du was gut machst, ist das eigentlich eher das Minimum, weil das nehmen wir an. Und ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Ich versuche da einen Weg zu gehen. Fehlerkultur ist okay, nur aus dem lernen wir und nur aus Fehlern können wir maximal reflektieren. Ich sage natürlich, der Unterschied zwischen, und ich sage jetzt auch wieder was ganz Verpöntes, zwischen einem Dummen und einem Gescheiten ist, der Dumme macht den gleichen Fehler immer wieder und der Gescheite findet neue Fehler. Und dafür muss halt Platz sein.
Okay, also hier kommt jetzt der Punkt, man kann es offensichtlich schon noch in der Schule lernen und es gibt Lernende, die das weitergeben können. Sehr interessanter Punkt, danke vielmals. Aber weil jetzt auch, und das komme ich schon zu Ihnen, Frau Egeling, weil wir jetzt auch gehört haben, naja, da einigt man sich jetzt drauf, ich kann das Resultat zum Beispiel nehmen aus ChatGPT, aber ich darf jetzt quasi nicht den Lösungsweg nehmen. Ja, okay, ein ganz harsches Beispiel in den Vereinigten Staaten, Schusswaffenopfer, die sagen ja alle, na, die Waffe tötet ja niemand, das macht ja der Mensch, der missbräuchlich diese Waffe verwendet. Wer oder was schützt uns vor missbräuchlicher Verwendung von ChatGPT und den KI-Bots? Also ich frage mich jetzt gerade, wie ich als Mathematikerin und angewandte Wissenschaftlerin von Fraunhofer jetzt zu dieser Frage gekommen bin im Kreis. Aber ich glaube, man muss sich einfach kritisch auseinandersetzen mit den Tools, mit jedem digitalen Tool, was ich einsetze, eben auch mit ChatGPT. Und ein gewisser Hausverstand, den müssen wir da einsetzen. Wir werden jetzt nicht... Aber machen Sie das? Sind Sie kritisch? Machen Sie Hausverstand? Setzen Sie das ein? Definitiv. Also jetzt wissen Sie, warum Sie die Frage bekommen haben. Ja? Okay, jetzt wird es ein Schuh draus langsam. Genau, also ich hab zwei Töchter. Die eine ist noch in der Schule, die andere ist draußen. Natürlich reden wir über ChatGPT. Und erstmal muss ich sagen, ich finde es faszinierend, wenn die Schüler schaffen, ChatGPT geschickt einzusetzen, um nicht den 10. Aufsatz über das immer wieder gleiche Thema schreiben zu müssen. Und ich habe ihnen versucht zu vermitteln, dass sie lernen sollen, kritisch sich mit Texten auseinanderzusetzen, aber dann für Automatisierung und vereinfachende Tätigkeiten, warum soll ich mir da nicht in Hilfe holen? Ich habe immer das Beispiel mit dem Taschenrechner. Wir lernen ja auch schriftliches Dividieren und alle möglichen Rechenarten lernen wir in der Schule. Wir müssen das wissen, wir müssen auch Überschlagsrechnung machen können, aber der Oberstufe oder in der Matura oder jetzt im Arbeitsleben, keiner von uns stellt sich doch hin und macht eine schriftliche Division. Da drücken wir drei Tasten und ist okay, machen einen Plausibilitätscheck. Und so denke ich, müssen wir das beim Text und bei ChatGPT und KI-Anwendungen ähnlich machen. Also man kann das nicht einfach kritiklos und ohne Reflexion akzeptieren. Bis zum gewissen Maß schaffen wir das. Je tiefer das in das Expertenwissen geht, ist das als Normalbürger schwierig. Da müssen wir uns dann überlegen, welche Strategien wir nehmen. Also einmal nicht ChatGPT geschriebenes als eigene Arbeit ausgeben, das ist schon mal gut, aber vielleicht überlegen wir sowas wie eine Zertifizierung für menschliche Texte oder Markierungsmöglichkeiten, wie so ein Wasserzeichen. Ist ja auch schon ein bisschen schon gewesen mit Gütezeichen, ist ja dann heute schon ein bisschen noch angesprochen worden. Sehr spannendes Thema. Frau Fröhlich, jetzt haben wir bei Ihnen sehr beeindruckend gesehen, dass eben, ja, ich glaube 8,4% waren es, die es komplexe Sprache tatsächlich so erfassen können. Die schreiben die dann auch und übersehen da jetzt eigentlich die Menschen, die es nicht gleich so verstehen. Jetzt möchte ich da ein bisschen rein, weil natürlich kommt dann schnell auch immer wieder der Punkt, wozu soll ich denn überhaupt lernen? Sie haben es sehr gut gesagt, natürlich muss ich lernen zu dividieren, verwende das dann später aber ohnehin auch mit der Maschine. Aber es fragen sich doch viele, wieso soll ich denn überhaupt Bildung noch machen? Das erledigt mir doch die KI. Ich muss mir ja gar nicht mehr alles merken. Wir haben heute allein schon mal mit den Smartphones unglaubliches Wissen in der Hosentasche. Ja, nicht alle verwenden das. Da ist die Frage dann berechtigt, wieso soll ich denn überhaupt noch lernen? Ich kann doch eh alles jetzt dann schon bald in Auftrag geben. Also Punkt 1 ist, glaube ich, dass wir alle übersehen, wie toll es ist, wenn ich was verstanden habe. Ich sage manchmal auch, das ist wie Orgasmus im Kopf. Wenn man gemerkt hat, wow, ich habe die Formel verstanden, ich habe den Text verstanden, ich habe was begriffen. Das ist ein Erfolgserlebnis. Und jeder Mensch wird geboren mit dem Willen nach diesem Erfolgserlebnis. Wir nehmen es den Menschen nur schön langsam weg, indem wir eben sagen, sobald ein Fehler ist, kriegst du eine drauf. Und indem wir sie einfach mit der Zeit immer mehr mit Dingen konfrontieren, die einfach zu schwer sind, wo es eigentlich fast nie mehr dieses Erlebnis gibt. Und dann hat man es vergessen und weiß gar nicht mehr, wie schön das ist, was zu lernen und was verstanden zu haben. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, es war heute schon mehrfach das Thema, KI muss ich beherrschen können, im Sinne von, ich muss der ja eine gescheite Prompt geben. Also ganz egal, ob ich Bild-KI habe, ob ich Sprach-KI habe, was auch immer. Wenn ich keine Ahnung von Tuten und Blasen habe, kommt da auch nur Tuten und Blasen raus. Also ich muss was verstehen, beispielsweise von Fotografie, um mit Journey sagen zu können, wie ich das denn gerne hätte. Ich muss was verstehen vom Thema, wenn ich ChatGPT benutze, weil halluziniert und sonst was, ich sonst einfach nicht weiß, ob das gescheit ist, was da kommt. Also der Fakt, dass ich was wissen muss, der geht nicht verloren. Es ist eher
ein neues Werkzeug, das ich in die Hand bekomme, um damit manchmal schneller zu sein, um damit manchmal barrierefreier zu sein, um damit manchmal halt vielleicht mir auch was zu ersparen. Wobei ich gerade bei ChatGPT manchmal denke, also ich persönlich habe keine Lust auf Marketingkonzepte, die auf Wahrscheinlichkeiten fußen. Also ich hätte lieber welche, die sich ein Mensch ausgedacht hat. An der Stelle gibt es meistens Zwischenapplaus. Also. Okay, dann danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre auch klaren Worte. Die Diskussion hätte natürlich noch viel länger sein können, aber wir können auch ein bisschen Zeit aufholen. Vielen herzlichen Dank. Bitte einen großen Applaus für unsere Expertinnen und Experten. Dankeschön.